Jetzt sind wir heute Abtenau und ich darf jetzt als Bustouristik-Scherzer und für alle Busfreunde heute einen Markus Kutja besuchen. Der Markus Kutja ist was Besonderes in der Touristikbranche, weil er ja nicht nur ein großer und guter Hotelier ist, sondern auch Busunternehmer, Kenntnis hat, als früher Busunternehmer. Herr Kutja, was ist bei Ihnen passiert, wie die Pandemie oder wie sozusagen das Ganze losgegangen ist? Ja, lieber Herr Scherzer, herzlich willkommen bei uns hier in Abtenau. Auf die Frage gleich zum Einstieg zurückzukommen, der Mitte März, also 15., 16. März, als wir das gesamte Hotel räumen mussten und alle Gäste, die da waren, wir haben ungefähr um die 150 Hausgäste gehabt, alle nach Hause zu schicken, keinen mehr anreisen zu lassen, das war eine der schwierigsten Dinge meines ganzen Lebens. So etwas habe ich noch nie erleben müssen, ja, weil einfach die Gäste, die wollten gar nicht nach Hause fahren und die anderen wollten an und für sich auch anreisen. Die haben sich also gar nicht verhindern lassen. Das war schwer. Also die haben gesagt, nein, wir kommen, aber das ging ja nicht. Wir haben ja ein Verbot, ein Betretungsverbot bekommen. Also noch einmal alleine das zu tun, wobei man jahrzehntelang wirklich gut, fleißig, täglich gute Arbeit geleistet hat, ein Verbot zu bekommen, das hat schon mal sehr, sehr wehgetan. Wir haben mit Bustouristik Scherzer haben wir jetzt ja letzte Woche schon Österreich besucht. Österreich hat den Bus als Massenverkehrsmittel wieder voll anerkannt. Jetzt am 15. Juni wird die Maskenpflicht in Österreich abgeschafft. Was darf ich jetzt als Hotelgast bei Ihnen erwarten? Wie ist der Vorgang? Der Vorgang ist also so, durch die Abschaffung der Maskenpflicht auch vom Personal. Der Dato war, bis jetzt hat das Personal ja die Maske getragen. Unser Hotel ist ja wieder voll im Betrieb. Jetzt wird der Gast also an und für sich nur diesen Elefantenbabyabstand einhalten, das ja auch, mag ich sagen, nicht so schlecht ist an und für sich. Ja, da ist einfach ein bisschen ein Respektabstand einmal da ist, sei es einmal vom Buffet oder sei es einmal irgendwo im Check-in, dass man mal ein bisschen warten muss. Da ist einfach ein gewisser Abstand zu halten, aber sonst geht das vonstatten wie je zuvor. Hotel Kutja, gibt es denn in dem Jahr vielleicht ein spezielles Kutti von euch für Gruppen, die jetzt... Unsere Spezialität ist natürlich die Gestaltung der Reiseprogramme, da ich ja seit 1984 schon als Busfahrer damals tätig bin und heute ja noch meine Unternehmerkarte habe, meine Fahrerkarte habe. Auch für unsere Reiseunternehmer, die einmal in Zeitprobleme kommen, die können wir gern irgendwo in München, in Rosenheim, am Wolfsberg dann abholen und der Busfahrer fährt mit meinem PKW nach Hause und ich fahre mit meinem geliebten Bus. Das mache ich halt einmal gern und dieser Schiene bleibe ich treu. Natürlich gibt es auch Gutes oder natürlich gibt es auch immer wieder ein Last-Minute-Angebot. Natürlich gibt es Dankeschön-Fahrten, Willkommen-Fahrten. Es gibt vor allem also auch Fahrten in die Natur, wo wir also Programme machen mit den Almen, mit den Almhütten, wo die Leute einmal einfach auch hinkommen, dass sie nicht zu Fuß laufen müssen. Und vor allem die Saisoneröffnungsfahrten, die Abschlussfahrten und die normalen Reisefahrten finden immer wieder statt. Wir sind jetzt im Verhältnis sehr gut gebucht, auch für den Sommer 2020. Okay. Was uns jetzt ein bisschen schwer gefallen ist, ist natürlich die unterschiedliche Gesetzesgebung in Deutschland, in den Bundesländern. Also für uns jetzt, aber bitte mit aller Vorsicht, für uns ist das, wir haben ja in Österreich alles gleich in den Bundesländern. Das sind wir gerade dran. Da haben einige Busunternehmer jetzt dazwischen, wir haben welche aus dem sächsischen Gebiet, die über die Tschechei anreisen können, ja, das um ist das zu übergehen. Ja. Und aber auch die Baden-Württemberg und so weiter, die also durch Bayern, wie auch immer, mit geschlossenen Türen durchfahren sollten, müssten oder könnten. Das hat uns schon wehgetan.
Wir haben jetzt konkret vom RDA die Mitteilung, 4. 5. August findet der Workshop in Köln statt. Ihr seid ja immer am RDA da gewesen, dabei gewesen, Mitglied. Kommt ihr wieder zum 4. 5. August? Seid ihr wieder in Köln? Sehr freundliche Frage, Andreas. Natürlich kommen wir zum RDA. Wir haben natürlich am RDA in Köln viele Bekannte, das schon eine Notwendigkeit ist, diese lieben Freunde, mit denen wir seit Jahrzehnten arbeiten, die wir zwar schon können, die würden vielleicht ohne RDA auch buchen, ja? Aber es ist einfach ein Shake-Hand oder ein Treffen und ich bin meistens mit meinem Bruder dort, dass der eine oder andere mal mit den Kunden auf einen Kaffee gehen kann oder wie auch immer und sich einfach einmal nur ein bisschen unterhaltet und jetzt nach dieser Corona-Krise wird es noch mehr sein, wo man sagen, wie ist euch gegangen, wie geht es euch jetzt, wie geht es weiter? Nach vorne, aufwärts geht der Trend und nicht rückwärts. Lieber Herr Gutjahr, ich überreiche Ihnen erstmal unsere Sonderausgabe von Busziele mit eurem Titel drauf. Den haben wir ja extra gemacht für euch. Das war schon, ja. Und ihr kriegt noch ein Sondermodell vom Busfahrt Gruppenreisen Navi. Ich bedanke mich für das Gespräch und hoffe, dass es bald wieder überall auch gleichmäßig aufwärts geht. Und wünsche euch einen guten Sommer und eine erfolgreiche Saison noch. Wir sehen uns in Köln auf ein Kölsch. Wir sehen uns in Kölsch, auf ein Kölsch. Ich möchte noch einmal vielleicht abschließend sagen, bin schon sehr stark der Meinung, wenn ich mir das Angebot jetzt anschaue, auch von den Busunternehmen, die hier unser Hotel bereisen, ich glaube, dass diejenigen, die absolut in einer sehr guten Qualität sind, sei es vom Hotel her, sei es von der Küche her, sei es von der Gegend her, also alle, die immer fair, ehrlich und wirklich gut gearbeitet haben, bei denen wird es auch wieder sehr gut weitergehen. Gutes Abschlusswort. Danke noch einmal. Bis in Köln. Servus. Servus dabei.